Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und auch Salvete Spectatoris, zu einem weiteren Teil von Let's Wer Play. Ist also Meine Lady Danan? Warum? Kennen wir ja schon. Might & Magic Hero 7 mit mir, dem Tante Gün, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück mit dem mächtigen Wüstlord. Und ich finde das interessant, denn offenbar kann man den Stadtportalzauber auf dem Schiff nutzen und dann passiert einfach nichts. Okay, krasse Sache. Ja, dann versuchen wir mal heute wieder diese stinkende Insel hier zurückzuerobern, von der wir ursprünglich gekommen sind. Hier bleiben wir. Wir sind momentan mit der Dana mehr oder weniger hier auf dieser Insel gefangen. Beziehungsweise so oder so, wir wären mit einem der Helden auf jeden Fall gefangen. Denn sobald wir diese Insel verlassen, drohen wir die Stadt zu verlieren und das wäre nicht so gut. Brauche ich den Drachenstahl irgendwo für? Da brauche ich schon ein bisschen Drachenstahl für, ne? Wo sind alle? Sofortiger Rückruf. Na, das ist ja mal was, ne? Guck mal, und das scheint also. Das ist ganz cool. Wo sind alle Besucher dieser Stadt mit dem Zauber sofortiger Rückruf aus? Ermöglicht Helden mit diesem Zauber die sofortige Rückkehr zu dieser Stadt. Benötigt Baustufe 6. Das ging nicht, weil wir nicht genügend Kristalle hatten, ne? Okay, interessant. Und wir können jetzt auch hier die Jägerhütte eben aufwerten. Vielleicht machen wir das auch noch. Ja, das eröffnet uns dann tatsächlich wieder ein paar Optionen mehr. Vielleicht machen wir das dann sogar. So. Die Kreaturen hier haben wir ja rekrutiert. Jetzt warten wir noch eine Runde. Dann können wir nämlich mal auf diese Insel hier rüber oder irgendwie so ein bisschen zumindest hier in der Nähe mal rumrödeln und mal schauen, ob wir da irgendwas finden, ne? Ja. So, der Wüstlord, der kämpft jetzt einmal. Muss der noch irgendwas... Warte mal, der hat noch diese Jäger, die man ausbilden kann, ne? Ja, ne, aber mach mal hier. Zack. Schlacht beginnen. So, du kriegst erstmal hier, zack. 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 Und weg ist er. Oder? Nee, noch nicht. Jetzt ist er weg. Na, okay, cool. Machen wir direkt weiter. Und du bleibst mal hier. Du schießt auf den hier. Da müssen wir uns so langsam drum kümmern, ne? Ich weiß nicht. Ja, greif den mal an. Das macht nichts. Jetzt sterben nämlich erstmal, genau, jetzt sterben erstmal einen Haufen Kreaturen von dem Typi. So, erster Attack auf diese Harpien. Du schießt mal auf den, weil du keinen Entfernungsabzug auf den kriegst. Schön. Ja, dann schießt du den einmal weg. Cool, dann schießt direkt nochmal auf den hier. Direkt nochmal mit einer glücklichen Attacke. Oh, doch nicht? Ich dachte schon... Okay, eigentlich dachte ich... Er, Schrägstrich, sie müsste einen entsprechenden Trade jetzt drauf haben. Okay, zur Not verlieren wir eine Dryade, da kann ich mit leben. Okay, oder gar nichts. Noch besser. Schön. Dann bauen wir das Ding noch einmal auf. Kostet halt einen Haufen Ressourcen. Aber wenigstens haben wir jetzt hier diese Festung wieder. Okay. Kurz nochmal so zu meiner Überlegung hier, wo ich so ein bisschen die Schwierigkeit gesehen habe in der Kampagne. Also vielleicht
war es mein Fehler, dass ich die, das habe ich im letzten Part angesprochen, aber ich wollte das jetzt auch gerne hier nochmal thematisieren. Vielleicht war es wirklich mein Fehler, dass ich im letzten Teil jetzt nicht die Auseinandersetzung sofort gesucht habe mit dem, mit diesem Blitzmagie-Helden, diesem Sturmrufer, ne? Weil der mir aber sofort auch alle, meine komplette Armee gekillt hätte. Ich glaube auch nicht, dass Wüstlord ohne Artefakte da stark genug gewesen wäre. Ich sehe, und wir haben am Anfang ja wirklich, also sehr viel geminmaxt auf dieser Insel hier. Das war ja unsere Startinsel. Aber einfach die Voraussetzungen, hier wirklich was gegen den zu unternehmen, die waren einfach entsprechend gering, ne? Also, das muss man wirklich ganz klar sagen. Da hatten wir nicht viele Möglichkeiten, was zu tun. Und wenn da jetzt steht, neue Kreaturen, heißt es aber nicht, dass wir noch Kreaturen anwerben können. Wir haben die alle angeworben, ne? Ach, guck mal, wir können die jetzt doch rufen. Okay. Ach, das ging vorher. Ich glaube, das ging vorher nicht, weil wir die nicht besessen haben, ne? Diese andere Festung. Da ist der sofortige Rückruf. Und sofortige Verstärkung, okay. Na, das macht mich ja jetzt so ein bisschen zuversichtlich. Geh einmal hier hin. Wir werden noch einmal hier unsere Kreaturen fortbilden. Woche der Raupe. Okay, das ist klar. Jo, dann holen wir uns da aber nochmal die zusätzliche Bewegungsreichweite ab, ne? Und du gehst einmal hier hin. Ich habe jetzt nichts gebaut. Ich denke auch nicht, dass da viel geht. Und die Kohle, die brauchen wir. Mäßig kämpft. Hm, ja, aber der castet dann noch irgendwelchen Blitzkram da auf uns, ne? Oder? Kommen wir da klar gegen den? Ich kann es gerade schlecht sagen. Ja, also wie gesagt, ne, die erste, also so früh hätte ich diese Auseinandersetzung mit diesem Helden ja aber überhaupt nicht überstanden. Das hätten wir einfach gar nicht, das hätten wir einfach gar nicht so lange überlebt. Und die andere Sache ist halt, der hat ja schon ziemlich krass auf jeden Fall hier unsere, der hat ja schon hier ziemlich krass unsere Figuren gejagt, ne? Also, das hat man auch gemerkt. Also, die brauchen wir auf jeden Fall mal gerade alle. Die hätte ich auch gerne alle. Die kriegen wir auch noch alle. Dann nimmst du noch die, weil da gibt es keine Gegenwehr. Und dann nimmst du, ach guck mal, wir kriegen sowieso alle. Okay, gut. So. Kann die Dana jetzt mal los, ne? Und dann hat er halt die Danan auch so harassed, ja? Wo wir einfach auch, wo wir selber halt auch wenig gegen machen konnten, ne? Okay. Ich hatte sowas befürchtet. Ich hatte sowas befürchtet, dass ich wusste nicht mehr, ob die schießen können, aber dadurch, dass die dann auch noch, die regenerieren ja, bevor wir unseren Damage machen mit dem
mit diesem Mal der Natur. Das heißt, weil der dann 300 Hitpoints einfach wieder straight regeneriert, können wir den überhaupt nicht platt machen. Also zumindest nicht in dieser Heldenkonstellation. Das müssen wir also noch ein bisschen vertagen. Ne? Und ihr lacht euch wahrscheinlich jetzt gerade wieder schlapp, weil der Günner wieder 1000 Sachen anfängt zu erzählen und dann aber irgendwie doch nirgendwo so richtig weiterkommt, ne, mit seiner Erzählung, die er eigentlich hier tätigen wollte. Es sei euch aber noch einmal versichert, die Schwierigkeit besteht einfach darin, dass wir halt so früh mit diesem Helden da nicht konkurrieren können, ohne irgendwie unsere gesamte Armee zu verlieren. Und das muss man einfach anerkennen, ne? So, ich bin wieder zurück und ihr seht mir bitte nach, dass ich mir jetzt gerade mal noch einen Schluck Kaffee einschenke. Jetzt nicht in der Videosequenz oder so, sondern ich mache das jetzt nochmal gerade. Und zwar, ich habe nochmal drüber nachgedacht. Ihr habt ja wahrscheinlich so ein bisschen mitbekommen, dass ich heute ziemlich abgelenkt war. Und das hat was damit zu tun, dass heute auch meine Kinder hier immer ein bisschen rumgetrollt sind und vor allen Dingen, dass sie auch gespielt haben und so weiter. Und naja, es war halt sehr laut. Ich bin dann leicht mal abgelenkt, insbesondere dann, wenn ich halt solche Texte nicht mehr richtig verstehe, einerseits. Und andererseits, hier war es auch so, dass bei dem einen Teil sich mein Sohnemann mal kurz dazugesetzt hat. Der kam dann irgendwie einfach mal rein und er hat sich dann einfach mal hingesetzt und so ein bisschen zugeguckt und so. Wollte einfach noch ein bisschen mitschauen. Ich fand das jetzt nicht schlimm. Ja, kann ich da einen Schnellschlag machen? Das verlieren wir doch nichts, oder? Okay, gut, dann spielen wir das selbst. Und da bin ich leider ein bisschen abgelenkt und dann, ja, komme ich da auch mal so ein bisschen durcheinander, ne? Das ist natürlich schade. Ja, möchte ich natürlich nicht, ne? Also ich will natürlich schon hier, will natürlich schon möglichst konzentriert sein, ne? Wenn ich jetzt hier für euch was aufnehme. Und deswegen möchte ich gleich noch einmal was zu dieser Sache mit dem Ehrbegriff erzählen. Das ist das eine. Oha. Okay, nice. Wo schießt du hin? Okay, du schießt ihn da ab, alles klar. Ja, Verschwendung. Eigentlich hättest du auf den schießen können, ne? Naja. Witzig, dass der sich da nochmal genau in diesen Dornen da versteckt, ne? Ja, man muss nichts verlieren. Haha, non level. So, Meister in der Erkundung. Gut, okay. Also, einmal noch ganz kurz zu dieser Sache mit der Ehre und mit dem Hof und so weiter, ne? Also, ich bewerte das ja jetzt halt nicht vor so einem Standpunkt einer so mittelalterlichen Fantasy-Gesellschaft, wie das hier ja geschieht. Aber diese, oder nennen wir sie vielleicht noch ein bisschen archaische Fantasy-Gesellschaft hier, die reproduziert ja gesellschaftliche Phänomene der Vergangenheit hier, zumindest größtenteils teilweise der Vergangenheit. Und ich finde das immer ganz wichtig, da auch schon so eine Abgrenzung vorzunehmen zur aktuellen gesellschaftspolitischen Lage oder zur gesellschaftlichen politischen Lage. Denn sonst reproduziert man das einfach nur. Dann reproduziert man Vorstellungswelten und das wird bei, gerade bei so Themen, wo es darum geht, weiß ich nicht, Würde des Menschen und so weiter, wie es ja auch hier eben angedeutet wird, da wird das dann sehr kritisch in meinen Augen. Also da gibt's klare Grenzen, wo ich sagen würde, hier brauche ich auch, also hier muss man das einfach nochmal entsprechenderweise kontextualisieren und vor allen Dingen, darum geht es mir halt hier, kontrastieren, ne? Also eben den moralisch begründbaren Gegenentwurf hier so ein bisschen zu liefern. Und keine Sorge, es geht so in 5 Minuten weiter, aber dieser kurze Exkurs sei mir jetzt nochmal gestattet.
dieser Hochkönig, von dem hier die Rede ist, das ist, der scheint ja so ein Zeremoniell einer, ich sage mal, höfischen Gesellschaft zu kultivieren, wie man das aus der Zeit des Absolutismus im 18. Jahrhundert ungefähr kennt. Man denkt so ein bisschen an Ludwig den 14., Ludwig den 15., Ludwig den 16. und die französischen Könige. Und man denkt an eine Gesellschaft, wie sie auch von Norbert Elias beschrieben wurde in seinem Buch über die höfische Gesellschaft. Wo also die Höflinge um die Gunst ihres Monarchen eben wetteifern, der über allen anderen steht. Ne, hier ist es der Hochkönig und dann gibt es unter ihm gibt es dann die Könige. Das sind dann, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, so die Fürsten, die mit verschiedenen Aufgaben betraut sind und versuchen, Prestige zu gewinnen. Jetzt denkt ihr wahrscheinlich so, oh mein Gott, ich möchte bitte niemals irgendwelche mittelalterlichen Märchen vom Günnar vorgelesen bekommen oder irgendwelche Mittelaltergeschichten. Keine Sorge, also so, ne, da kann ich ja schon differenzieren. Ne? Also meinen Kindern würde ich das jetzt natürlich auch anders erklären. Aber ich finde, sowas sollte man auch erklären. Denn was ja de facto hier, denn was das für, das Gesellschaftsbild von damals ist einfach fundamental anders als heute. Es ist auch anders begründet. Dieses Bild, das hier kultiviert wird, das oder das hier reproduziert wird, das ist ein Gesellschaftsbild, das so, das aus einer, ich sag jetzt mal, gottgewollten, schicksalsgewollten Ordnung entstammt, auf die man als Mensch nur einen geringen Einfluss eben irgendwie nehmen kann, in der einen Haufen von, ich sag mal jetzt hier in Anführungszeichen, ständischen Privilegien existieren. Wie zum Beispiel auch, weiß ich nicht, diese komischen Druiden, die da ins Schwitzzelt gehen und dann nachher irgendwie ja, bestimmen, wer dann da welche Aufgaben machen soll. Ne? Und diese und dieses Gesellschaftsbild, das muss man halt schon betonen, das ist nicht gut. Ja, denn wir selber sind diejenigen, die unsere Gesellschaft prägen und prägen dürfen, prägen können und vielleicht eben auch wirklich prägen sollten. Und es kann nicht das Ziel sein, dass man ohne gute Gründe, also, ne, also ein Grund, der gut begründbar gerechtfertigt werden kann, dass man ohne solche Gründe ein hierarchisches System schafft, das darauf ausgelegt ist, durch die Vergabe von Privilegien, Ansehen und Anerkennung Abhängigkeitsverhältnisse zu etablieren. Und wir sind in einem, die Menschheit befindet sich in einem Prozess, sich davon eben langsam, sehr langsam zu distanzieren. Und unsere Gesellschaft befindet sich auch gerade in einem Prozess, wo einem das bewusst oder bewusster wird. Ich möchte damit jetzt auch nicht sagen, und das ist ja gerne was, was in solchen Diskussionen immer so als Strohmann-Argument hier hervorgezaubert wird, dass unsere Gesellschaft ist überhaupt nicht perfekt, die ist ja überhaupt gar nicht so gut und die scheitert ja auch an deinen eigenen Maßstäben. Das ist richtig, das würde ich auch nicht behaupten. Ich würde aber behaupten, dass es signifikante Unterschiede gibt in puncto gut begründbarer gesellschaftlicher Unterschiede in den Gesellschaften damals und in den Gesellschaften heute. Denn heute wird einfach innerhalb der Gesellschaft viel mehr verhandelt, als das früher der Fall war. Das heißt nicht, dass das heute schon perfekt ist oder irgendwie abgeschlossen ist. Ganz im Gegenteil, wie ich ja betone, das ist ein Prozess. Das ist ein Argument, das hört man ganz gerne häufig eben von Konservativen, die da, weiß ich nicht, irgendwie vielleicht das nicht anerkennen wollen, dass gesellschaftliche Ordnung einfach auch irgendwie durch einen gesellschaftlichen Verhandlungsprozess eben stattfinden sollte und nicht einfach etwas durch Dinge, die man durch Geburt oder Verleihung einer höheren Autorität oder so bekommt. Das ist einfach, das ist nicht gut begründbar in meinen Augen. Und ich glaube auch generell, dass es in einem öffentlichen Diskurs eigentlich nicht gut begründbar ist. Natürlich trotzdem werden solche Argumente in öffentlichen Diskursen unterschiedlich gleichgewichtet. Und jetzt sind wir hier dabei, und das ist so ein bisschen meine Hauptmessage. Das sind keine gleichwertigen Gesellschaftsmodelle. Ja? Das eine Gesellschaftsmodell arbeitet mit
mit Intransparenz und mein idealer Entwurf, auf den ich hoffe, dass unsere Gesellschaft sich da irgendwann hin entwickelt, arbeitet mit einer höchstmöglichen oder höchstmöglich vertretbaren Maß an Transparenz, zum Beispiel bei der Vergabe, wenn es um die oder wenn es um den Zugang von Ressourcen geht. Hier in dem Beispiel dieser höfischen Gesellschaft, die hier charakterisiert wird, ist es Macht als Ressource, die Möglichkeit, den eigenen Willen nötigenfalls mit Gewalt gegen den Willen anderer durchzusetzen und gesellschaftliche Anerkennung einerseits, andererseits, nämlich hier einen Anerkennungsanspruch zu verteilen. Und über dieses Maß an Anerkennung, das nicht von den Leuten selbst hergestellt wird, sondern von einer höheren Ordnung. Also das ist kein, ne, wie ich ja bereits auch im vergangenen Teil gesagt habe, das ist eigentlich etwas, was, also gesellschaftlich anerkennen, das ist vollkommen normal. Ich möchte nicht sagen, dass das generell schlecht ist. Das gibt es überall. Wir alle würden ja sagen, jemand, der sich konform mit unseren Regeln und Gesetzen verhält, der verdient irgendwie mehr Anerkennung als jemand, der das nicht tut. Das ist irgendwie, also ne, ich glaube, das ist ja trivial. Aber das hat natürlich insofern Grenzen, wenn man anderen Leuten die Verantwortung für das Verhalten von Individuen überträgt. Denn würdet ihr wollen, dass ihr verantwortlich gemacht werden dürft für das, was eure, ihr kennt diesen Ausspruch vielleicht, Eltern haften für ihre Kinder. Aber auch da gibt es Grenzen, also selbst bei solchen Dingen gibt es Grenzen. Denn da, wo die Eltern zum Beispiel nicht mehr ihre Kinder beaufsichtigen können, als jemand, der Kinder hat, weiß ich das, da endet auch die Verantwortung von dir als Elternteil. Ich will jetzt nicht irgendwelche an den Haaren herbeigezogenen Beispiele nehmen, aber wenn du selbst deinen Fürsorgepflichten nachkommst, das hat irgendwo Grenzen. Irgendwo kann man das nicht mehr machen. Irgendwo artet Fürsorge dann in so eine Art diktatorische Vollstreckung irgendwie aus. Weil du dann, und das ist genau das Problem, was sich hier aus diesen ganzen Ehrbegriffen eben speist, wo du nämlich Vorschriften machst und andere Leute gewissermaßen unter Zwang setzen kannst, sich so zu verhalten, wie es bestimmte gesellschaftliche Gruppen oder wie du es eben willst. Und dass dieser Ehrbegriff super schwammig ist, das sieht man ja an jeder Form von Kriminalität, die damit in Verbindung gebracht wird. Wenn jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, gab es ja so einen super populären Fall in den USA, wo irgendwie die Eltern, ne, mit Gewalt gegen die eigene Tochter, die jemand anderen, also die sich vom elterlichen Haushalt entfernen wollte und so weiter, dann vorgegangen sind. Und da muss man ja ganz klar sagen, da ist dieser Ehrbegriff ja total schwammig, weil das Verhalten der Eltern in dem Zusammenhang ja auch total unehrenhaft war. Aber das interessiert in dem Zusammenhang nicht. Na, denn diese Abwägung, die hier stattfindet, die ist absolut ungleichwertig. Ja. So. Gut, trotzdem natürlich. Ihr wisst, ich bin Historiker. Für mich ist das mega interessant. Die Denkstrukturen, um mal so einen Begriff von Ludwig Fleck zu verwenden, oder von Thomas Kuhn, die Denkstrukturen dieser Zeit nachzuvollziehen. Denn das, was uns ja eigentlich interessiert, ist, warum haben die Leute denn damals das gemacht, was sie damals wirklich gemacht haben? Ne? Das wollen wir ja wissen. So. Weil ihr wisst, und so ein alter Grabscher ist. So. Dann an. Wo geht das hin? Ich weiß jetzt nicht, ob die da war. Ich glaube nicht, sonst hätten wir es ja gesehen, ne? Ja.
Waren jetzt ein bisschen mehr als 5 Minuten. Ne? Ja, den würde ich ja gerne wegschießen, ne? Das ist doof, dass ich da nicht zwei mit erwische. Das wäre eigentlich ganz cool. Das sind 5 Stück. Okay, ja, du musst aber jetzt auf den hier schießen. Wow. Das hat so ein bisschen noch, das ist so ein bisschen das Manko, dass man da jetzt hier keine, dass man halt hier in der Situation dass man keine, dass wir die Moralboni halt erst in der nächsten Runde kriegen, ne? Weil die ja zu dem Zeitpunkt ja auch noch lebten, ne? Okay. Gut. Also ich finde das hier eigentlich ganz gut, diese Gesandtschaft zu nehmen. Das machen wir jetzt auch mal. Weg blockiert stand jetzt hier. Wir suchen uns erstmal hier so die Trivialen raus, ne? 5000? Okay. Ich sehe schon, das wird ein teurer Spaß. Wollen wir das da reparieren? Finden wir es raus. Das kostet 500 Gold, okay. Trivial. Ja, das müssen wir alles bezahlen. Das kostet halt alles einen Haufen Geld, ne? Besucht. Da möchte ich halt ganz gerne hin. Naja, wir schauen mal. So, du hast jetzt die blinde Maid erhalten. Ja, pass auf, dann hol mal diese Schatztruhe hier. Ja, dann nimmst du die Kohle bitte. So, du hast jetzt Geld, ne? Aber riss mir hier die Brücke. Hä? Ach, das dauert jetzt 2 Runden. Ja, okay.
Ich bin geneigt, diesen mystischen Teich hier zu bauen. Andererseits wäre es natürlich auch schön, hier so einen Steinkreis zu haben. Und so eine Jägerhütte. Okay. Cool. Ja, da komme ich jetzt nicht mehr dran. Genau das habe ich befürchtet, aber okay, gut. Bescheiden kämpft. Muss ich gegen die Drachen da kämpfen, oder what? Da gibt's kein Mal, ne, gegen die Viecher. Nee. Das hat irgendwie nicht so wirklich Wert. Alter, warum rödelt mein Rechner gerade so? Das hat nicht so wirklich Wert, da gegen die Viecher da zu kämpfen. Ich meine, die heilen sich ja wieder und so, da kriege ich keinen Platz von denen, das haut nicht hin. Da kann ich ihm, vor allen Dingen, weil das ja mit dem Mal hier nicht funktioniert, ne? Okay, bevor ich mir die Ressource hole, warten wir aber, glaube ich, schon eine Sekunde. Dann sehen wir uns im nächsten Teil wieder. Bis dann, sage ich jetzt erstmal, macht's gut. In diesem Sinne, Pax Vobiscum und Valete.